LTI Gießen 46ers TV. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Leider geistert das Abstiegsgespenst immer noch in Mittelhessen rum nach der 67-84 Heimpleite gegen Oldenburg. Rede und Antwort wird uns jetzt Wayne Bernard stehen. Hi Wayne. Hallo. Ihr hattet 2 Wochen spielfrei, konntet euch also voll auf die Mission Klassenerhalt konzentrieren. Warum hat es heute trotzdem nicht gelangt? In der ersten Halbzeit haben wir uns ganz gut geschlagen, denke ich. Wir hatten 2 Wochen, um uns auf dieses Spiel zu konzentrieren und vorzubereiten. Aber defensiv haben wir da einfach versagt. Wie gesagt, die erste Halbzeit ging noch, aber die zweite war einfach schlecht. Im dritten Viertel seid ihr aber nochmal bis auf 4 Punkte rangekommen. Da stand die ganze Halle auch wieder hinter euch. Was hat da gefehlt, um das Spiel vielleicht zu drehen? Ja, weißt du, wir haben echt alles versucht, das Spiel nochmal rumzudrehen und wir wissen es auch echt zu schätzen, dass die Fans so hinter uns stehen. Es war einfach so, dass wir zu viele Fehler gemacht haben. Wir haben zu wenig getroffen, zu viele Turnovers zugelassen und Oldenburg zu viele freie Würfe gegeben. Und mit all diesen kleinen Fehlern ist es schwierig, das Spiel dann noch zu drehen und zu gewinnen. Jetzt wollen wir es uns auch nochmal angucken. Hier ist wie immer unser Spielbericht für euch. Ihr für uns, wir für euch. Unter diesem Motto sollen Fans und Team in den verbleibenden 6 Endspielen um den Klassenerhalt zusammenstehen. Gegen Oldenburg präsentierte sich der Fanblock in der Osthalle deshalb als rote Wand. Zu Beginn der Partie nahmen die 46ers diesen Einheitsgedanken an, zeigten guten Teambasketball und kamen so immer wieder zu Körben. Bernard auf Pilcevic, der sieht Ovcina direkt unter dem Korb stehen und der Capitano markiert die ersten Punkte des Abends. Auf der Gegenseite kritisierte Trainer Hamsen aber immer wieder die Abwehrarbeit seines Teams. Allen voran Bobby Brown bekam viel zu viel Platz geschenkt, den der ehemalige NBA-Spieler auch zu nutzen wusste. Es sollte nicht sein einziger Distanztreffer an diesem Abend bleiben. Angetrieben von den lautstarken Fans konnte Gießen das Spiel im ersten Viertel aber offen gestalten. Unser Studiogast Wayne Bernard mit einem Dreier aus der Ecke. Mit einer 14-13 Führung gingen die Mittelhessen ins zweite Viertel. Und hier spielten die Baskets ihre Qualität in der Offense gnadenlos aus. 2 Körbe nacheinander vom Ex-Gießener Yannick Frese und immer wieder Bobby Brown, der allein im zweiten Viertel 11 seiner 27 Punkte erzielte. Trainer Hamsen sagte nach dem Spiel, wir hatten Probleme in der 1-gegen-1 Verteidigung und Brown hat immer wieder schwierige Würfe getroffen. Das spiegelte sich auch auf der Anzeigetafel wieder. Mit einem 28-42 Rückstand ging es in die Pause. Die Kabinenansprache muss versteckte Kräfte bei den Mittelhessen freigesetzt haben, denn mit dem Start in die zweite Hälfte begann eine wahnsinnige Aufholjagd. Oldenburg verliert den Ball, Fastbreak Gießen und Pilcevic mit einem millimetergenauen Querpass auf Bernard, der schließt per Korbleger zum 38-45 ab. Kurze Zeit später lässt es Ovcina dann krachen. Sein Dank bringt die 46ers bis auf 4 Punkte ran. Die Osthalle steht Kopf, die Baskets zeigen sich beeindruckt. Bei ihnen gelingt fast nichts mehr im Angriff. Doch dann die vielleicht spielentscheidende Szene. Brown setzt sich gleich 2-mal hart gegen Bernard durch. Die Schiedsrichter entscheiden auf kein Foul. Brown passt zum ehemaligen Frankfurter Bayense de Mello und der markiert einen Dreier. Und das nimmt den 46ers den Wind aus den Segeln. Oldenburgs Center Chubb tankt sich anschließend durch, kann den Abstand kurz vor Ende wieder vergrößern und der Wille der Gießener ist gebrochen. Die Spieler lassen die Köpfe hängen, denn sie wissen, dieses Spiel ist verloren. Glück für die 46ers, auch die anderen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ließen allesamt Punkte liegen. Ich denke, es war ein teilweise gutes Spiel von uns. Oldenburg hat gut gearbeitet, gut gekämpft. Wir haben uns nochmal lang gekämpft, von, ich glaube, minus 14 dann auf einen Punkt. Und ich denke,
am Kampf lag es nicht. Es lag am Ende einfach nur noch an Kleinigkeiten, die dann im Ende dann das dann entscheiden. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Fans, weil die haben uns richtig unterstützt. Und das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und naja, keep your head up. Ja, soweit die Stimmen zum Spiel, Wayne. Jetzt sind es nur noch 5 Endspiele um den Klassenerhalt. Was muss Gießen tun, um in der Liga zu bleiben? Ja, wir müssen die ganzen Niederlagen jetzt einfach vergessen und die Saison hinter uns lassen und einfach nach vorne schauen. Das ist alles, was wir tun können und natürlich nochmal alles geben. Das nächste Auswärtsspiel bei Alba Berlin jetzt, dann direkt nach Ostern, der Mittwoch. Da geht es hier zu Hause gegen Trier. Worauf wird es in dem Spiel ankommen? Das ist, glaube ich, so ein Ding, das müsst ihr dann gewinnen. Naja, das Taktieren überlassen wir da lieber mal dem Coach. Wir werden einfach abwarten, mit welcher Strategie wir in das Spiel gehen. Aber vorher werden wir uns definitiv auf das Alba-Spiel konzentrieren. Ich persönlich schaue immer auf das nächste Spiel, ganz egal wer das ist, ob die Lakers oder sonst wer. Ich will nur gewinnen und deshalb sollten wir uns auch darauf konzentrieren. Okay. Also gegen die LA Lakers geht es Gott sei Dank nicht, sondern gegen Alba Berlin. Dann wünschen wir euch alles Gute für das Spiel am Sonntag. Danke, Wayne. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV wieder. Tschüss, bis dann. LTI Gießen 46ers TV.